Hallo, ich bin Matthäus oder manche sagen auch Levi. Und ich habe durch Jesus eine 180-Grad-Wende gemacht. Vom Sünder zu seinem Jünger. Früher, da haben mich die Gefühle meiner Menschen nicht besonders interessiert. Wenn mich jemand um was gebeten hat, habe ich als allererstes überlegt, was springt für mich dabei raus? Zu meiner Zeit war Judäa, also dort, wo ich herkomme, von den Römern besetzt. Noch bevor ich geboren war, kamen sie dort an, haben unseren Tempel für ihre Gottesdienste genutzt und uns ihre Regeln aufgedrückt. Verständlich, dass die meisten Juden nicht gut auf sie zu sprechen waren. Für mich war das aber nicht so wichtig. Ich dachte mir nur, was für mächtige Menschen sind das, die unseren König stürzen konnten. Ich sollte mich mit ihnen anfreunden und mir das irgendwie zunutze machen. Ich wohnte am See Genezareth, unweit der Grenze zu Jordanien. Eines Tages habe ich gehört, dass unser Statthalter Verstärkung für den Zoll sucht. Und ich habe mir gedacht, hey, das ist meine Chance. Sofort bin ich hin und habe mir die Rechte zum Zolleinnehmen an der Grenze gekauft. Von da an war ich Zöllner. Wenn jemand Waren über die Grenze brachte, verlangte ich von ihm dafür eine Gebühr. Meine Freunde, oder sollte ich besser sagen, meine früheren Freunde, haben sich von mir abgewendet. Sie meinten, wie kannst du nur mit den Römern, diesen Eroberern, zusammenarbeiten, du Verräter? Aber mir war das egal. Ich habe nur die Einnahmen vor mir gesehen und außerdem hatte ich jetzt mit den Römern viel stärkere Freunde. Und das war das Wichtigste. Bald habe ich gemerkt, dass ich in meiner Aufgabe ziemlich freie Hand hatte. Kam zum Beispiel jemand vorbei, den ich nicht mochte, habe ich den doppelten Zoll von ihm verlangt. Was sollte er schon sagen? Habe ich einen schicken neuen Umhang auf dem Markt gesehen, für den mein Geld nicht reichte? Kein Problem. Ich musste an dem Tag nur den Zoll erhöhen und schon konnte ich mir den Umhang am Abend kaufen. Und so war das erste Jahr als Zöllner ganz klasse. Ich hatte lauter schöne Sachen, konnte in ein neues Haus ziehen und mir einiges beiseite legen, für wenn ich mal alt bin. Mit den Jahren wurde ich aber immer missmutiger. Die Zöllner, mit denen ich mich jetzt umgab, haben die ganze Zeit nur geprahlt, wie viel Macht sie über andere hatten oder wen sie heute so alles abgezogen haben. Ich vermisste meine Freunde, aber sie wollten nichts mehr mit mir zu tun haben. Dann kam eines Tages Jesus mit seinen Jüngern in unsere Gegend. Er hat von Gott geredet, davon sein Reich hier auf Erden zu bauen und davon, wie sehr Gott seine Kinder liebt. Wie gerne wäre ich da dabei. Aber für mich war es zu spät. Dafür habe ich viel zu viel schreckliche Dinge getan. Als Jesus mit seiner Truppe dann weiterzog und an meinem Stand vorbeiging, habe ich die Augen nach unten gerichtet. Sicherlich hat er schon von meinem Ruf gehört. Umso überraschter war ich, als er sagte, »Hey, du bist doch Levi, oder? Ich habe von dir gehört, wie man sagt, kennst du dich gut mit römischem Recht und mit Geld aus. So einen können wir gebrauchen. Hast du Lust mitzukommen?« Ich traute meinen Ohren nicht. Jesus, der so aufrichtig ist und so eine enge Beziehung zu Gott hat, möchte mein Freund werden? Ich war so dankbar, ich musste einfach mitkommen. Auch seine Jünger Andreas, Petrus, Jakobus, Johannes, Philippus, Bartholomäus und Thomas waren ganz unvoreingenommen. Sie fragten mich, wo ich geboren bin, was mein Vater und meine Geschwister machen und was für interessante Leute schon alles bereits an meinem Stand vorbeigekommen sind. Sie waren so herzlich, ich musste mich bei ihnen bedanken. Und als Bartholomäus dann gefragt hat, was man bei uns üblicherweise so isst, habe ich sie alle zum Essen eingeladen. Ich mache eine Riesenparty, meinte ich. Glaub mir, ich weiß, wie sowas geht. Als ich jedoch daheim war, wurde mir mulmig zumute. Die einzigen, die zu mir kommen würden, waren doch meine eingebildeten Zöllnerkollegen. Ich weiß nicht, was Jesus an mir gefunden hat, aber mit denen wird er sich garantiert nicht abgeben. Doch auch hier habe ich mich geirrt. Zweifellos kannten Jesus und seine Freunde einige der Zöllner. Doch es schien sie, wie auch bei mir schon, kein bisschen zu stören. Ungezwungen unterhielten sie sich und machten Scherze, als wären es keine Zolleintreiber, sondern die besten Kumpels, die sie schon vom Kindergarten kannten. Ich war ganz verdutzt und freute mich nur, dass alles so gut lief. Ein paar Tage später merkte ich, dass ich wohl nicht der Einzige war, der sich keinen Reim auf Jesus und die Jünger machen konnte. Ein paar Pharisäer, die seinen Besuch bei mir wohl mitgekriegt hatten, fragten sie aus. Wie könnt ihr euch denn mit denen sehen lassen? Wisst ihr nicht, wie die drauf sind? Da hat Jesus geantwortet.
Oh, ich weiß, dass viele von denen den Zoll zu hoch ansetzen. Sie sind nicht perfekt, sie sind knausrig. Habt ihr aber gesehen, wie großzügig Matthäus uns empfangen hat? Ihr Pharisäer findet, ihr seid perfekt. Schön und gut. Matthäus und seine Kollegen sind auf dem Weg dorthin und wie schön ist es, wenn ich meinen Part dazu beitragen kann, dass sie es werden. Und von da an wusste ich, ich habe einige falsche Entscheidungen getroffen, aber auch für mich ist in Gottes Reich Platz. Auch ich bin sein Kind und auch mich liebt er.